Liebe Zuschauer, Zink ist auf 10-Jahres-Hoch, da ist Gold noch lange noch nicht. Was tut man nun als Anleger? Nutzt man den Bauboom, Zink, oder das Edelmetall, Gold? Das fragen wir in Zertifikate aktuell Michael Blumroth von der Deutschen Bank. Schönen guten Tag, Herr Blumroth. Guten Tag, Frau Herz. Ja, Zink ist auf 10-Jahres-Hoch. Ist das allein eine Spekulation auf den Bauboom in China? Das kann ja nicht alles sein. Ja, alles ist es nicht. Also Zink generell, Bauboom in China, ja, da sagen Sie schon ein richtiges, wichtiges Stichwort und richtiges Stichwort, ist natürlich ein sehr starker Preistreiber. Zum anderen, die weltweite Konjunktur sieht ja jetzt wesentlich freundlicher aus, als sie Anfang des Jahres zum Beispiel erwartet worden war. Es ist ja nicht nur China, was performt, auch die Eurozone läuft sehr, sehr gut. Andere auf anderen Bereichen der Erde, Kanada, Australien, Neuseeland, alles sieht so ein bisschen besser aus als erwartet. Aber generell natürlich, China ist weltweit der allergrößte Nachfrager nach Basismetallen generell und auch nach Zink damit. Bedeutet, je stärker das in China läuft, desto besser ist die Nachfrage nach Zink. Und was hinzukommt, der chinesische Yuan hat das Jahresanfang 7% gegen den US-Dollar aufgewertet. Also das Zink ist in US-Dollar betrachtet billiger geworden in China, läuft also in dem Sinne ganz gut. Ist es dann ein eher spekulatives oder ein doch eher gerechtfertigtes, realistisches Preisniveau bei Zink? Auch wenn wir mal zurückschauen auf längere Sicht, noch lange nicht da sind, wo wir schon mal bei Zink waren. Das ist genau das Problem. Das haben Sie schon ganz richtig hier gerade erkannt an der Chart. Man sieht, wir waren schon wesentlich höher gewesen. Wir haben eine sehr starke Aufwärtsbewegung gesehen. Vor der Finanzkrise war das 2006, 2007. Genauso stark ist das Ganze wieder abgestürzt von 4.500 auf 1.000. Es ist also nicht so, dass das jetzt den Sparstrumpf ersetzen soll oder für die Altersvorsorge geeignet ist. Die Bewegung jetzt sieht so ein bisschen, ja, sieht relativ nachhaltig aus, aber man sieht auch, die ist schon jetzt sehr weit gelaufen, auch die letzten Monate und auch seit Beginn des Jahres. Könnte natürlich sein, dass die Basismetalle generell ein bisschen überteuert sind, dass da ein bisschen mal, sagen wir, die Luft aus dem Markt rausgelassen werden muss. Das muss man jetzt mal abwarten, aber tendenziell die Fundamentaldaten sehen eigentlich gut aus. Inwieweit ist diese Dollarschwäche ein Faktor zugunsten von Zink? Das ist definitiv wichtig. Also der US-Dollar hat ja jetzt abgewertet, ist auf ein 2,5-Jahrestief gegen die Hauptwährung. Und das ist mit ein entscheidender Faktor für die Zinkstärke. Okay. Seit dem Sommer sinken die Lagerbestände auf Zink. Das heißt, es wird mehr verbraucht. Kurzfristig sind sie noch mal gestiegen. Droht aber grundsätzlich ein Angebotsdefizit, zumal wenn Sie sagen, Konjunktur läuft, China boomt und baut und tut. Ja, es sieht momentan so aus, als hätten wir da ein Angebotsdefizit, wie auch in einigen anderen Metallen. Deswegen steigen die Preise auch so stark. Palladium hatten wir neulich gehabt, da ist ähnliches Problem. Also momentan ist das Angebotsdefizit da. Letzte Woche haben wir mal einen Zustrom zu den Lagerbeständen der LME gesehen. Kann man auch mit so Quartalsend-Disposition zusammenhängen. Tendenziell denke ich das Wort Angebotsdefizit, das könnte weiter ein Thema sein am Zinkmarkt. War dein Thema am Zinkmarkt zugunsten des Zinkpreises dann? Sie sagen, man könnte mit einem Expert-Zertifikat auf den Zink-Future setzen. Das ist rollierend. Was heißt das? Rollierend, der Zink wird ja immer in verschiedenen Terminkontrakten gehandelt. Mhm. Bedeutet, der Terminkontrakt läuft irgendwann aus und muss dann weitergerollt werden auf die nächsten 3 Monate oder so. Ist also kein Produkt auf dem Kassepreis wie im Goldpreis. Das bedeutet, der Anleger kann Rollgewinne oder Rollverluste haben, je nachdem, ob der Future-Preis nah am Kassepreis dran ist oder nicht. Das übernehmen wir natürlich für ihn, für den Anleger. Könnte sein, dass ihm das je nach Terminstruktur etwas von der Performance wegnimmt. Währungssicherung muss ich noch ganz kurz sagen, deswegen Währungssicherungsgebühr 2%, weil dieser Schein ist ein Quantoschein, bedeutet, der Anleger bekommt tendenziell ungefähr die Wertsteigerung in Dollar. Sieht er in diesem Zertifikat, ist momentan günstiger, weil der Euro hat ja jetzt 15% zugelegt gegen den US-Dollar und diese 15% hätte der Anleger verloren, wenn er ein Nicht-Quanto-Zertifikat gehabt hätte. Okay, schauen wir mal auf die Edelmetalle am Beispiel von Gold. Das hat sich jetzt neuen Glanz ein bisschen zurückerarbeitet. Tagweise mag das so ein bisschen geopolitisch getrieben sein, aber was sind denn so nachhaltigere Faktoren, wenn es denn nachhaltiger sein sollte? Ja, wir hatten geopolitisch, ich habe heute Morgen eine lustige Chart gesehen, das war der Goldpreis im Verhältnis zu den Neuigkeiten mit Nordkorea in Beziehung gesetzt. Also je öfter das Wort Nordkorea in den Nachrichten
vorkommt, desto stärker steigt der Goldpreis. Vielleicht gibt es da welche Algorithmenträder, die darauf reagieren. Mhm. Natürlich geopolitische Spannungen, aber wir haben es auch eben schon mal Zink gehabt. Die Dollarschwäche spielt momentan zugunsten von Gold und ebenso auch die weiterhin sehr, sehr niedrigen Zinsen weltweit. Mhm. Also schwacher Dollar, starkes Gold, niedrige Zinsen nach wie vor, auch in den USA. Ist das eine Tendenz, die sich fortsetzen kann, auch unter den Paradigmen, dass der jüngste Hurricane die Wirtschaft schwächen kann? Ja, jetzt Irma ist jetzt nicht ganz so schlimm gewesen wie erwartet, was für die Betroffenen natürlich weiterhin sehr schlimm ist. Aber wirtschaftlich gesehen oder konjunkturell gesehen erwarten unsere Analysten, das wird etwas vom Bruttoinlandsprodukt wegnehmen im dritten Quartal. Aber es wird nicht so nachhaltig sein. Nichtsdestotrotz, die FED trifft sich ja nächste Woche, da können wir dann ja vielleicht nächste Woche drüber reden. Mhm. Und wir warten gespannt darauf, was die US-Notenbank uns nächste Woche so als Zinserhöhung anbieten möchte. Die ist immer noch sehr von ihren 4 Zinserhöhungen überzeugt. Sehen wir im Markt ganz anders. Deswegen natürlich die Hurricane Season, die wird den Zinserhöhungsenthusiasmus der Notenbank bremsen, denke ich. Das spreche für Gold. Was spreche denn aktuell dagegen? Dagegen, wir haben jetzt gerade gestern kamen auch so die ersten Nachrichten wieder durch, dass die US-Steuerreform jetzt bis Jahresende durchgezogen werden soll. Vielleicht sogar rückwirkend zum 1. Januar. Bedeutet, es würde richtig Geld an die Firmen ausgeschüttet werden oder die müssen weniger Steuern bezahlen. Was könnte den US-Dollar tendenziell nach oben treiben, könnte die US-Wirtschaft weiter befeuern und die FED zu Zinserhöhungen zwingen. Das könnte den Goldpreis momentan etwas ausbremsen. Dann lieber erstmal noch abwarten, was in den nächsten Tagen, Wochen so an News kommt. Ja, es kommt drauf an. Wir haben jetzt über der 1300-Marke, das sieht man hier doch jetzt schon ein paar Tage etabliert. Wir sind auch Anfang der Woche runtergekommen, kommen jetzt wieder ein bisschen nach oben. Also für Anleger, die meinen, die 1300-Dollar-Marke war ein sehr starker Widerstand, da sind wir jetzt drüber. Die meinen, dass das jetzt eine Unterstützungszone ist, die könnten auch vielleicht jetzt schon mal über einen Einstieg nachdenken. Das könnte man tun mit einem Faktorzertifikat. Faktor 4, Long. Geht schon was. Da geht schon, ja. Aber das Risiko fährt mit. Ja, genau. Wir haben Faktor 2, 4, 6 und 8. Der Anleger kann sich also aussuchen, je nach Risikoneigung, was ihm passt. Faktor 4 bedeutet, die Preissteigerung von Gold nach oben wird vielfach mitgenommen. Aber Vorsicht, fällt Gold, der Goldpreis um 1%, dann verliert der Anleger auch 4% auf diesem Faktorzertifikat. Anleger sollte also schon eine feste Meinung haben, dass der Goldpreis weiter zulegen wird. Okay, was gäbe es noch an anderen Möglichkeiten? Momentan ist ja auch so ein bisschen, die Bewegungen sind recht langsam geworden. Es gäbe zum Beispiel auch die Möglichkeit, No-Touch-Optionsscheine oder Inliner, wenn man sich die Barrieren weit genug wegnimmt, die jetzt bis Oktober oder November laufen. Da ist noch durchaus ein manches tendenziell lukratives Schnäppchen da, aber der Anleger muss sich auch da gewahr sein. Wird einer dieser Barrieren dann berührt oder über- oder unterschritten, dann verfällt der Schein nahezu wertlos. Aber man kann sich die ja auch mal auf unserer Website anschauen. Michael Blumenroth, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, Zink hat einen Lauf vom Bauboom befeuert, wie auch viele andere Industriemetalle. Aber bei den Edelmetallen tut sich auch was, gerade bei Gold. Der Widerstand bei 1300 Dollar ist überwunden. Ob das nachhaltig ist, das werden wir erst noch sehen, vor allem wenn sich die FED äußert und dann entsprechend die Zinsen sich verändern und der Dollar sich verändert. Das natürlich börsentäglich hier und nächste Woche ein FED-Update auch hier auf der Aktionär TV.